Hey, herzlich willkommen beim Commander Kompass. Diesmal nur allein hier der Fritz, ohne Freddy, ohne Jochen. Und es wird auch keine komplette Folge sein. Es ist allerdings ein YouTube-exklusives Video, unser allererstes YouTube-exklusives Video, das nicht als Kompass erscheint. Und wir wollten diese Gelegenheit nutzen, zum einen dem YouTube-Algorithmus zu huldigen, damit wir brav ein Video hochladen, auf das ihr alle klickt und dann YouTube nicht denkt, unser Kanal ist nicht mehr aktiv. Zum zweiten natürlich wollten wir euch alle schöne Weihnachten wünschen. Wenn das Video rauskommt, ist wahrscheinlich der erste Weihnachtsfeiertag. Also wir hoffen, dass ihr eine gute Zeit habt mit euren Familien, dass ihr vielleicht, ja, dass es alles besinnlich zugeht. Vielleicht habt ihr euch, euren Freunden, euch selbst eine Freude gemacht oder euch wurde von euren Familien eine Freude gemacht. Ihr habt ein paar coole Magic-Karten bekommen. Wer weiß, vielleicht trefft ihr Cousins, Freunde, Freundinnen, Familien, Schwestern, Brüder und spielt ein bisschen gemeinsam Magic. So oder so wünschen wir euch nur das Allerbeste. Die Zeiten sind nicht die einfachsten, aber es ist, wie es ist. Und wir wollten aber auch die Gelegenheit wahrnehmen, um hier ein bisschen zu teasern auf YouTube in diesem Spezial-YouTube-Video, nämlich auf das nächste Jahr 2022. Wir glauben, es wird ein ziemlich großes Jahr und wir haben ein bisschen was vor mit YouTube. Bisher sind wir hier ja nur mit den Podcast-Videos, die sind recht lang, die sind nicht unfassbar Algorithmus-YouTube-freundlich und wir haben Lust und sind schon am Brainstormen, da ein bisschen mehr zu machen. Und da kommt jetzt ihr ins Spiel. Ihr könnt nämlich unten in den Kommentaren jetzt einfach mal hinterlassen, was ihr euch wünschen würdet von uns an YouTube-Content. Also das kann sein Gameplays, das kann sein Deck-Tags, das kann sein andere Talk-Formate, die wir vielleicht noch nicht ausprobiert haben oder wo ihr meint, experimentiert doch mal ein bisschen rum. All diese Dinge, lasst uns das wissen. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir doch gleich ein kleines Q&A raus draußen, ein kleines Ask Us Anything. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Commander Kompass, zu uns, zu unseren Decks, zu unseren Vorlieben in Magic, Anregungen, Wünsche, auch das könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Wir werden dann sicherlich noch ein zweites Video machen, irgendwann um Silvester rum, wo wir diese Fragen beantworten werden. Einfach jetzt zur Feier dessen, dass wieder ein Jahr um ist, dass wir mittlerweile eben auf dieser Plattform auch unterwegs sind, dass insgesamt der Podcast super gewachsen ist und dass das alles nur dank euch passieren konnte. Also vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr uns supportet, dass ihr jede Woche wieder einschaltet, dass ihr den Podcast weiterempfohlen habt. Für all die Ratings, für all die Thumbs-Ups, für die rege Diskussion an unserem Discord-Server, auch den Link findet ihr hier unten übrigens. Und das alles zahlt sich aus. Also wir waren jetzt letzte Woche zum Beispiel wieder in den Apple Top 10 Gaming Podcast Charts auf Platz 5. Und da sind wir mittlerweile ziemlich häufig. Das ist schon irgendwie cool. Und wir sind damit wirklich hochkarätigen anderen Podcasts in einer, ich will jetzt nicht sagen in einer Liga, aber wir befinden uns in diesen Top 10 und dort sind die auch. Das ist ganz cool. Auch dafür nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Mittlerweile übrigens, falls ihr uns auf Spotify hört, kann man auch auf Spotify Bewertungen geben. Das heißt, wenn ihr immer schon mal Bock hattet, eine Bewertung zu geben, aber ihr wart halt einfach nicht auf Apple Podcasts unterwegs, dann könnt ihr das jetzt auf Spotify machen. Viel, viel wichtiger ist aber, dass ihr eine gute Zeit habt, dass ihr ein bisschen runterkommt, dass ihr euch besinnt für das nächste Jahr und dass ihr uns Bescheid gebt, was ihr von uns auf YouTube so sehen wollt. Das ist also jetzt hier unsere kleine Meinungsumfrage. Lasst es in den Kommentaren da. Nichts ist zu komisch, kein Vorschlag ist zu verrückt und kein Feedback ist zu ehrlich. Also ihr dürft uns auch gerne sagen, was wir besser machen können im nächsten Jahr und gerne auch, was euch besonders gefreut hat und wovon ihr mehr haben wollt. Und ja, in diesem Sinne, frohe Weihnachten, guten Rutsch und bleibt am Kompass. Ciao.